Unter dem Video, die Kreaturkarten im Detail erklärt, merkte Johann PS7392 an: Ich denke, dass sobald eine Waffe eine elementare Wirkung wie frisch oder salzig hat, der physische Schadenstyp keine Rolle mehr spielt. Also, ein salziger Hammer macht salzigen Schaden, aber kein Aufbrechen mehr. So habe ich das zumindest verstanden. Okay, wo hast du das so verstanden? Denn ich muss ehrlich sagen, dass ich dazu noch nie irgendwo irgendwas gelesen habe. Aber die Frage ist so interessant, dass ich mich mal wieder an einem Video versuche, eine vernünftige Antwort zu finden. Interessant ist übrigens auch mein YouTube-Kanal. Neben weit über 6000 Let's Play-Videos findest du auch zum Spiel Grounded jede Menge Tipps und Tricks-Videos. In 4 Playlisten zeige ich dir interessante Orte, wie du an die Burgle-Chips kommst oder liefere dir andere nützliche Informationen. Deshalb freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst und diesem Video einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Schauen wir uns zuerst den Versuchsaufbau an. Ich werde die Kugelkäfer mit einem Hammer angreifen. Dazu habe ich die schwachen Kieselhämmer gewählt, damit wir viele Schläge brauchen, um die möglichen Unterschiede auch gut zu erkennen. Im 4. Bild stechen wir auf den Käfer ein. Der erste Hammer ist Stufe 9 ohne Element. Der zweite Hammer ist Stufe 9 mit frische Element und der dritte Hammer ist Stufe 9 mit dem salzigen Element. Der Kieselspeer ist Stufe 9 und hat ein scharfes Element. Der Kugelkäfer findet es nicht schön, wenn er wie ein fetter Hummer mit einem Hammer aufgebrochen wird. Dabei soll laut dem Grounded Wiki der Hammer den Schaden um 50% erhöhen. Das frische Element soll ebenfalls zu 50% mehr Schaden führen, während stechende Waffen, Salz und Schärfe jeweils 25% weniger Schaden machen. Die Idee ist, ich lasse alle Angriffe mal parallel laufen. Dann können wir schön erkennen, welche Waffe wie viel Schaden macht. Unsere Hubs ist übrigens im Gottmodus und bekommt weder Schaden, noch hat sie Ausdauerprobleme. Sie hat keine Bonis durch Rüstung, Essen, Smoothies oder Schlaf. Einzig die Läuselatschen hat sie bei allen Kämpfen an. Jetzt fordere ich mein Schnittprogramm heraus. Wir sehen alle 4 Kämpfe gleichzeitig. Die Icons zeigen, wo mit welcher Waffe und welchem Element gekämpft wird. Ihr solltet nun gut erkennen können, welche Waffe wie viel Schaden macht. Sobald der Käfer tot ist, blende ich wieder die Icons ein. Und damit haben wir einen ersten toten Kugelkäfer. Die Kombination Hammer mit Frischelement macht den ersten Platz. Aber schon haben wir einen zweiten Käfer ins Jenseits befördert. Der Hammer ohne Element macht nur etwas weniger Schaden. Auf den dritten Platz schafft es der Hammer mit dem Salz. Und nach endlosen Stichen schafft es auch der Speer mit Schärfe, den Kugelkäfer über die Wupper gehen zu lassen. Lieber Johann, auch wenn dieser Test nicht repräsentativ ist, können wir doch sehen, dass es einen kleinen Unterschied gibt, ob wir nur die passende Waffe oder auch das passende Element auf der passenden Waffe haben. Um diese Aussage dann aber final zu untermauern, müssten noch weitere Tests, gerne auch mit anderen Tieren, durchgeführt werden. Nutzen wir dieses Video für eine muntere Diskussion zu dem Thema und gerne könnt ihr mal solche Versuchsreihen durchführen. Zu welchem Ergebnis kommt ihr? Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar gute Tipps geben und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Erkunden von Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.